Servus. Ich zeige jetzt euch eine Kategorie Typ Feuer. Meine Axt. Diese wurde extra für Rosteskalationen gemacht, kann aber auch für normale nutzen. Ich besiege jetzt einen Eisbehemoth, um das Ganze natürlich anschaulicher zu zeigen. Und natürlich macht diese Waffe auch bei anderen Behemoths gut Schaden. Ausdauer haben wir auf dieser Axt sehr wenig, liegt ja daran, da wir mit Impuls spielen wollen. Zusätzlich, weil wir Impuls spielen, habe ich mir noch die Omnizelle Stürmer rein. Da das Ganze doch dann ein bisschen abgerundet ist dadurch. Der Blödsinn, einen Effekt nur für einen Effekt zu benutzen. Und man kann damit auch recht schnell dann den Gegenangriff starten. Und das war's schon mit dem Teilen. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier so haben. Ich habe gekräftigt drin, dass wenn meine Ausdauer unter 50% fällt, erhalte ich 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Diese brauche ich für Impuls. Durch Impuls kann ich dadurch 100% mehr kritischen Schaden machen. Fallen lässt meine Ausdauer unter die 50% bleiben, somit mache ich permanent diese 100% mehr kritischer Damage. Haben hier noch ein plus 30% kritischen Damage und dann eben noch mit 10% kritische Trefferchance. Damit nochmal 15, sind wir also auf 145% kritischer Trefferschaden und noch einen sicheren Treffer. Und Überwältigung, die Axt hat eben Überwältigung und mit der Axt tun wir die Viecher so oft betäuben, dass wir auch Überwältigung mit reinnehmen können und diese 40% nochmal schön den Viecher auf den Kopf hauen können. Was habe ich hier drin? Einmal Omnizelle Sturm. Die Koscheiß Blüte wieder, damit man sein Leben regenerieren kann. Ich habe Klang des Verbrenners drin. Auch wieder natürlich die legendäre Waffe von Tokadoro. Ich habe Finsteren Ansturm als Spezial drin und Mod Überladener Zylinder. Finsterer Sturm bekommt man ganz normal beim Pfad des Slayers. Der Mod Überladener Zylinder bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, da muss man in den Prüfungsshop kaufen. Aber müssen wir selbst nochmal gucken, ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Und dann von Helion Urteil des Infernos natürlich drin. Der jeder fünfte Treffer in Folge macht 225 Schaden und eine Menge an Zuwachs von Brandschaden. Ist nicht schlecht. Die Helion-Waffe war früher auch eine der meistgespielten Waffen. Dann, was haben wir hier? Der Helm Schattenschicht von Shroud. Dann bezaubernde Stulpen von... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Valomir? Nein. Gott, ich habe den Namen vergessen. Egal. Bezaubernde Stulpen. Und dann wieder außer Eskalationen die Brust von Trax und die Schuhe von Chrono War. In der Waffe haben wir eine Kräftigzelle und eine Pulszelle. In der Laterne natürlich die Fallzelle. Im Helm eine Zelle der Überwältigung. Man könnte natürlich auch eine andere Zelle reinmachen, das bleibt euch überlassen. In der Brust haben wir eine Impulszelle. In den bezaubernden Stulpen natürlich wieder eine Fallzelle. Und in den Chronoträdern nochmal eine Impulszelle. Somit kommen wir auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 6. Und so wollen wir das Ganze haben. Ich hoffe, das Bild wird euch gefallen. Hilft euch bestimmt auch sehr gut in der Eiseskalation. Dort könnt ihr auf Betäubung oder auf Crit gehen. Crit ist natürlich das Bessere für diese Axt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich hoffe, das Bild hilft euch ein bisschen weiter.